Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute also das letzte Video in diesem Jahr und zwar wie in meinem Weihnachtsvideo bereits angekündigt zum Thema Silvester. Das könnte für all diejenigen interessant sein, die einen Hund haben, wie ich auch, der Angst an Silvester hat. Oder für Welpenbesitzer, die ein paar Tipps haben wollen, wie man einer Angst auch vorbeugen kann. Man sollte bereits seinen Welpen frühzeitig an laute Geräusche wie Gewitter oder das Knallen an Silvester gewöhnen. Und zwar kann man dies positiv bestärken, indem man in dem Moment mit dem Hund spielt oder ihm Leckerlis gibt, sodass es gar keine Angst wirklich entwickelt wird. Hat man einen Hund, der bereits Angst vor Silvesterknallern hat, dann sollte man ihn vor, während oder nach der Silvesternacht nicht ableinen. Gerade zu dieser Zeit kommt es immer wieder zu Situationen, wo Hunde aus Panik weglaufen und das kann natürlich durch das Angeleintbleiben verhindert werden. Man sollte für seine Gassi-Runden besonders zu der Silvesternacht Zeiten oder auch Orte wählen, wo es möglichst knallfrei ist, sodass man dem Hund natürlich so wenig Stress wie möglich macht. Und man sollte sich natürlich überlegen, auf welchen Zeitpunkt man die letzte Gassi-Runde setzt. Ich denke auch, das wird für uns dieses Jahr wieder schwer werden, weil in der Zeit die Julie wirklich Großpanik hat und ich auch noch kein Mittel gefunden habe, wie ich es ihr wirklich so stressfrei wie möglich mache. Deshalb werden auch wir wieder überlegen, wann wir die letzte Gassi-Runde einlegen. Wie kann man es dem Hund also zu Silvester so stressfrei wie möglich machen? Zum einen sollte man den Hund nicht alleine lassen und ihn damit eben mit seiner Angst auch nicht alleine lassen. Dann sollte man sein Zuhause so gestalten, dass es so ruhig wie möglich ist. Man sollte die Fenster geschlossen halten, man kann auch die Rollläden runterziehen oder dem Hund einen Rückzugsort bieten, der möglichst dunkel ist. Hunde, die die Box kennen, die sind sicherlich dort drin gut aufgehoben. Für alle anderen Hunde ist vielleicht ein anderes Zimmer gut geeignet, das man dann verdunkelt. Und manche Hunde mögen es auch, wenn das Radio oder der Fernseher läuft, um eben von diesen Geräuschen, die draußen passieren, ein bisschen abzulenken. Sollte der Hund noch ansprechbar sein oder noch Futter nehmen, dann kann man ihm natürlich in dem Moment auch den Kong befüllen oder mit ihm Spiele spielen, denn man sagt, dass das Denken vor Panik schützt. Es gibt viele Überlegungen dazu, wie man mit dem Hund umgehen soll, während er Angst zeigt. Ich bin der Meinung, dass man dem Hund Schutz bieten sollte. Das bedeutet also, die Nähe zum Hund zulassen, ihm auch Zuwendung geben, auch Körperkontakt. Wichtig ist, glaube ich, dabei, dass man selber so ruhig wie möglich bleibt, um dem Hund zu signalisieren, dass alles in Ordnung ist und seine eigene Angst nicht noch auf den Hund überträgt. Es gibt Untersuchungen dazu, dass die Zuwendung beim Hund den Blutdruck und die Herzfrequenz senkt. Das ist sicherlich positiv zu bemerken und vor allem stärkt es die Bindung. Deswegen sollte man den Hund in dieser Zeit, wenn er Angst zeigt, nicht ignorieren. Sicherlich ist zu viel Aufmerksamkeit und auch zu viel verbale Aufmerksamkeit nicht hilfreich, aber der Körperkontakt und die Nähe, die der Hund auch sucht und den Schutz, den sollte man ihm schon gewähren. Hat man einen Hund, der so panisch ist in dieser Zeit, dass er auch kein Futter nimmt oder dass er auch sich durch Suchspiele oder ähnliches nicht ablenken lässt, dann gibt es ein paar Möglichkeiten, die man als Hundebesitzer ausprobieren kann. Da gibt es kein Allheilmittel, das muss jeder leider für sich selber testen, weil der Hund natürlich auf die unterschiedlichen Dinge verschiedenartig anspringt. Es gibt die Desensibilisierungs-CD mit den Geräuschen von Gewitter oder von den Silvesterknallern. Da muss man natürlich auch zeitig genug anfangen, um den Hund daran zu gewöhnen. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es bei der Julie nicht hilft, weil sie irgendwie weiß, dass das eben nicht von draußen kommt. Uns hat das also nicht geholfen. Dann kann man dem Hund beim Tierarzt auch Beruhigungsmittel besorgen. Ich denke, da sollte man sich gut informieren. Denn es gibt viele Mittel, die zwar die Muskel lähmen, aber nicht angstlösend wirken. Das heißt, der Hund kann sich nicht bewegen, kriegt aber alles um ihn herum vollkommen klar mit. Wenn man auf Beruhigungsmittel zurückgreift, dann am besten pflanzlicher Art. Da sind sicherlich Bachblüten an erster Stelle zu nennen. Die kann man beim Tierheilpraktiker sich zusammenmischen lassen. Der mischt die dann eben passend zu seinem Hund zusammen. Muss man allerdings 2 bis 3 Wochen vorher anfangen, damit die ihre volle Wirkung entfalten. Es gibt Hunde, die sehr positiv auf das T-Touch, also das Tellington-Touch, reagieren. Dabei werden gezielte Berührungen oder Massagen eingesetzt am Körper des Hundes,
um eben Spannung zu lösen und die Selbstheilungskräfte anzuregen. Nach einem ähnlichen Prinzip funktioniert das Thundershirt. Sieht aus wie eine Art Hundemantel und wird sehr straff am Hundekörper befestigt, übt somit Druck auf den Mittelkörper bzw. auf die Brust des Hundes aus und hat damit eine beruhigendere Wirkung. Dieses Thundershirt gibt es in 7 Größen. Ich packe mal einen Link in die Infobox, da könnt ihr euch das mal anschauen. Eine weitere Möglichkeit sind die DAP, die Dog Appeasing Pheromones. Das ist ein synthetischer Nachbau der Beruhigungspheromone der stillenden Hündin. Diese Pheromone werden 3 bis 5 Tage nach der Geburt im Gesäuge der Hündin gebildet. Die DAP gibt es in Form von Tabletten, Halsbandzerstäuber oder Spray. Je nachdem muss man die Sachen natürlich auch einen gewissen Zeitraum vorher anwenden, um eine optimale Wirkung zu erzielen. Vielleicht kann ich euch mit diesem Video ein paar Tipps geben, wie man stressfreier durch das Silvester kommt, wenn vielleicht nicht für dieses Jahr, dann möglicherweise fürs nächste Jahr. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, welche Tipps ihr für ein stressfreies Silvester mit dem Hund habt. Vielleicht habt ihr auch schon Erfahrungen gemacht mit den Dingen, von denen ich gesprochen habe. Dann berichtet es doch bitte in den Kommentaren, das wäre natürlich sehr interessant. Ansonsten bleibt mir nur noch, euch ein so stressfrei wie mögliches Silvester mit eurem Hund zu wünschen und natürlich einen guten Rutsch ins Jahr 2014. Ich hoffe, wir sehen uns auch im neuen Jahr wieder. Ich bin mit ein paar Videos natürlich am Start und ja, guten Rutsch und bis bald. Tschüss!